Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Strike! Hey Toni, ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? An Duckeln, dann nicht nennen. Da ist er. So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Ja. Sie sind weg. Nicht abgezählt. Die sind alle weg. Wir brauchen jetzt aber ein Glas. Oder sowas ähnliches. Gehen wir mal ins Rathaus. Ah, Rufus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuba zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaits. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß? Vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, Nummer 63, bitte! Nummer 63, bitte! Na, gehen wir doch sofort rein. Und hören uns mal an, ob der Bürgermeister was zu sagen hat. Notek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Lotek? Was? Er stört! Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Dich hat er auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur an einem Schreibtisch... Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Was? Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Ja. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotte. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits im Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Ich komme hier immer noch nicht über die... wobei. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich habe sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich habe sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders.
Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Ach so, ja gut. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuba auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus, immer wenn Chaos in Kuwait ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal... Okay. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz. Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal... Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ja. Ich geh mich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob. Was denn jetzt noch? Das Mädchen... Falsch. Ich hab... Nein. Endlich. Ist noch was? Nö. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ja, dann schlaf weiter, komm. So, was haben wir denn hier? Ein Globus. Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Was für ein Schrotthaufen. Das Glas. Oh ja, das Glas. Wenn da der Sch- ich verbummel. Das Glas können wir benutzen. Nächster, bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Weiß ich nicht. Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Da hat mir noch was. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwock angekommen. Oh, I see you are an idiot. Entweder eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. M-A-C-H-T-S-I-U-T-I-D-O. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, ist das geil! Das ist das Klingelingeling. Nanu, er ist weg. Naja, auch gut. Echt? Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Ja, hätte. Ist aber nicht. Wünschelrute? Haben wir sonst noch was? Ah, was ist das? Hm, dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Wasseremblem mit zwei Löchern. Haben wir irgendwas... Ach du Scheiße, nicht im Ernst, oder? Oh, doch. Na nun, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ach du krasse Scheiße. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Genau, das machen wir jetzt am besten, ne? Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit bin. Ja, an ja, sein ja. Großes Geheimnis. Genau. Ein Vermächtnis. Ja. Yeah. Daran liegt's. An seinem Schnapsschrank. Schnaps. Genau. Du solltest an seinen Schnapsschrank. So, jetzt haben wir aber hier... Offenbar habe ich klares Wasser gefunden. Jawollo. Dann haben wir klares Wasser. Haben wir hier noch...
Dem Wasser fehlt noch der extra Schuss Energie. Yeah, baby. Oh yeah. Aber wir wissen ja alle, wo das der extra Schuss Energie ist. Schließlich haben wir die Autobatterie entleert. Und die Autobatterie ist demnach das letzte Fünkchen, was wir noch brauchen für unseren Super-Café. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Mhm. So. Dorfkern. Wo war das jetzt gleich nochmal? Genau hier. In der Gasse. Und wir gehen jetzt zum Lonzo in die Kneipchen. Und dann füllen wir mal energiereiches, belebendes Wasser. Klares Wasser in den Tankdeckel. Ab in den Tank damit. Jawollo.